Freunde, Helden, Abenteurer, willkommen zurück zu Elden Ring. In Vorbereitung auf das DLC und aufgrund des letzten Videos von Valtividia, was vor 15, 16 Stunden rauskam, habe ich mir gedacht, was kann ich inhaltlich noch machen, und ich möchte mit euch mehr in den Kult des alten Schlangengottes eintauchen, indem wir Ausrüstung verwenden. Wenn ihr dual an der Seite eine Waffe tragt, die, wie das Schlangengott-Krummschwert oder die blasphemische Klinge von Rykar, Leben raubt, wenn ihr die dual an der Seite tragt, raubt ihr mit jedem Angriff einer anderen Waffe ebenfalls Lebenspunkte. Das ist schon ziemlich kritisch. Guckt euch das an. Ding, 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 ding. Und nur weil das Schlangenschwert an meiner Seite hängt, ne? Das geht genauso gut mit der blasphemischen Klinge. Ob ich die Klinge nun so trage, in der Zweithand. Oder sie komplett auf meinen Rücken hängt. Alles ist dasselbe. Also nutzt das zur Not für euren Vorteil. Und nehmt vielleicht die leichtere Waffe, das Schlangengott-Krummschwert. Zum Opfern genutzt. Heute reagiert sie mit jedem getöteten Gegner LP ihres Gegners. Und wir haben gerade gesehen, dass es nicht die Waffe sein muss, die töten muss. Na, sie muss nur sichtbar am Körper getragen werden. So, und zusätzlich zu Valtividias Video, was mir sehr viel Information gebracht haben wir gelernt, dass Rykar als Bruder von Rani und Radahn und somit als Kind von Renala und Radagon, / Marika, beide sind eine und dieselbe Person, also Marika und Radagon irgendwie, dass Rykar ja sich ja selbst der göttlichen Schlange angeboten hat und dann absorbiert wurde. Ich mich also mit euch jetzt durch die Gebiete kämpfen, die vor allen Dingen in Verbindung mit Rykar und den Schlangengott gebracht werden. Das ist einmal Schloss Vulkan und generell Gelmir als Gebiet und Schloss Gelmir und das Schattenschloss, was wir hier haben. Schattenburg. So, und das heißt, wir gehen jetzt mit Zauber, mit Waffen schön durch und gucken mal, wie weit wir kommen. So, let's go. Jetzt habe ich nochmal zwei Schlangengottschwerter an meiner Seite für Blutung. Da wir größtenteils mit Feuer kämpfen. Und dann gucken wir doch mal. Also das Schwert, das blasphemische Schwert von Rykar, ist natürlich OP as fuck. Gerade in Verbindung. Das müsste ich irgendwie testen, ne? Wie viel Schaden ich bekomme. Tut mir Schaden. Dankeschön. Dankeschön. Reicht. So, und jetzt ohne Fähigkeit killen. Okay. So, jetzt packe ich das weg. Guck mal, wie viel ich ungefähr... Okay, es sieht aus, als ob es weniger war, oder? So ungefähr nur einen Zentimeter. Und mit dem Schlangenschwert an der Seite ist es mehr. Ich glaube, es ist gleich viel. Ich glaube, es stackt doch nicht, wie gedacht. Bisschen ungewohnt, einen komplett neuen Bild oder Themenbild auszuprobieren. Aber hey, das macht ja irgendwie auch den Spaß aus bei solchen Action-RPGs. Verschiedene Sachen auszuprobieren und von Sachen, von denen man gedacht hat, sie sind total von Arsch, merkt man dann, hey, doch nicht so schlecht. Alright, dann Schattenburg. Ich glaube, die können nicht vergiften, ne? Okay, das steht nämlich ja eigentlich auch nur als Giftresistenz. Schaden machen wir auf jeden Fall. So, ich bin jetzt bei jedem Wert, den ich aufleveln kann, mindestens auf Level 40. Bei allen anderen 50. Also 40 bin ich eigentlich bei Stärke, 42 Weisheit. Und dann werde ich beim DLC auf jeden Fall jede Waffe nutzen können, die uns da droppt. Jeden Talent ausprobieren. Jedes visuelle, fantastische Erlebnis für euch nutzbar machen. Und das wird doch schon bestimmt richtig cool.
Das war ja auch eigentlich der Plan. Nicht 80 in irgendeinem Wert, sondern maximal 60. Komm ran, du Sack! Okay, ich muss mich natürlich wieder umschauen. Im Giftgebiet könnte man natürlich wieder den Bluthundschritt nutzen, den ich gerne nutze, um Umgebungsschaden zu verringern, um mich schnell durchzudashen. Aber solange wir genügend Inseln sind zum Springen. Aber eigentlich habe ich mit meinem Grundbild, den ich nutzen möchte, jeden Schadenstyp vertreten. Ich habe Schlaf, ich habe Frost, ich habe Scharlachfäule, ich habe Gift, ich habe Feuer, ich habe Magie. Oh. Ja, das ist halt Level 9, ne? Level 9er Waffen sind die meisten bei mir. Und da merkst du immer, dass der kleine Fitzel noch fehlt. So, reiht euch mal schön auf. Man könnte als Spaß nochmal Todesmagie ausprobieren, weil wie gesagt... Ja, okay, die gehen also nur auf ein. Wenn ich die ohne Fokus nutze, gehen sie auch nur auf ein. Aber ihr seht, dass das Tragen von lebenspunktraubenden Waffen problemlos funktioniert mit anderen Waffen. Geisterexplosion! Okay, das hätte ich mir besser vorgestellt gegen ihn, aber gut. Todesnebel. Achso, stimmt. Ich habe ja extra den Stab des Todesprinzen. Warum nutze ich das denn nicht? Dann nutze ich doch erstmal den Zauber. Der stärkt ortsabhängig magische Kraft. Ja, und dann bekommst du noch die Magma-Lava-Magie, die ja von den Schlangengott und von Riker offensichtlich genutzt wird. Und auch wieder... wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, aus den Zeiten des alten Schlangengottes von Riker wieder entdeckt, schrecklich entwickelt wurde. Dankeschön. Ihr seid scheiße, deswegen gibt's... Oh, Mana. Okay, die Explosion hört einfach nicht auf. Boom, 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 boom. Geil, wenn ich das jetzt noch mit den Drachensiegel verwende und Feuermagie pimpe, dann ist die Lavamagie ja OP. Mit diesen dauerhaften wirklichen Explosionen von einmal casten. Okay, das ist Sackgasse. Da will ich nicht sein. Was der normale Magma-Schuss ausmacht. Okay, kann ich den aufladen? Ja. Okay. Außer halt nur ein einfacher Magma-Schuss, aber für die Entfernung wahrscheinlich die beste Option. Kochendes Magma macht was? Ah! Boom! Ist wie eine Art Feuermine. Okay. Ja, in Verbindung mit der Magma-Magie gibt es ja auch die Lindwürmer, ne? Die ja angeblich Helden waren, die die Kraft eines Drachen gesucht haben und sich dann aufgrund des Konsumieren von Drachenherzen im Laufe ihres Lebens zu diesen Magma-Lindwürmern entwickelt haben. Also das, was mein Charakter rein theoretisch von Grund auf auch blühen könnte, da ich sehr viele Drachenherze konsumiere. Aber wenn ich die auf Gegner feuere, passiert das Minengeschehen ist nicht. Okay. Es dauert außerdem extrem lange, bis die Lava explodiert. Also das Nutzen... Dafür muss ich das Talent verwenden, was wir jetzt tun. Gebt mir eure Seelen. Interessant. Also,
Irgendwie enttäuscht die Fähigkeit gerade, weil... Okay. Ich glaube, ich weiß, warum es so schwach wirkt, weil es eine AOE-Fähigkeit ist. AOE-Fähigkeiten wären natürlich Nukes, also Atombomben, wenn sie jeden Gegner im Umkreis, und das ist ein ziemlich großer Umkreis, sofort vernichten würden. Ach, shit. Okay, okay, okay. Du willst es wissen? Kannst du haben. Gottes Willen, ihr seid so Kackgegner. Okay, man sieht, Scaling ist wie gesagt in Souls Games nicht alles. Die Fähigkeit... ein guter Krieger zu sein, macht viel mehr aus. Aber gut, wenn die Waffe den Gegner nicht staggert und der Gegner angreift wie ein wild gewordener Derwisch, kannst du auch nichts viel machen mit einer schwach skalierenden und Low-Level-Waffe. Es ist so schön, wenn du so eine Fähigkeit hast. Gebt mir eure Leben! So, okay, also der Knüppel als Schlagwaffe gut. Ich habe mir nochmal bei Facts for Life extra angeschaut, welche Schadenstypen für was gut sind. Schlagwaffen offensichtlich gegen Steingegner, gegen Minenarbeiter. So. Okay. So, dann machen wir jetzt mal Dual-Schlangschwert-Gott. Da habe ich Seppuku drauf, um mich zu pimpen. Nimm mein Leben, Schlanggott! Ich nehme ja gerne immer Heilung über Zeit, weil ich das hauptsächlich nutze, um Dodge-Schaden zu tanken. Ja, also einfach gegenheilen, gegen Gift, gegen Scharlachfäule. Und wenn es zu viel ist, wie bei Scharlachfäule und die Immunität oder Resistenz nicht greift, kann man für die Zeit immer noch das Medaillon der Heilung über Zeit nutzen. Und das Dual mit Heilung über Zeit anwenden. Das ist natürlich dann meines Erachtens nach die bessere Taktik. Okay, ich glaube, ich muss... Da, überall irgendwelche Würmer und ach Gott, und eklig. Aber egal, wir werden sterben. Aber in so einem Gebiet auch so eine Waffe zu haben, die Leben zurückgibt, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Generell für... Okay. Ja, mach nur. Du wirst sehen, was du davon hast. Achso, den brauche ich. So, noch eine Mine pflanzen. Boom, boom, boom. Feuerexplosion für alle. Noch eine Mine. Okay. Also Flammenmagie natürlich gegen leicht gerüstete, fleischige Gegner, genau wie Schnittschaden. Aber ich finde, bei Facts for Life haben sie das gut. Gegen was es nicht wirkt und gegen was es wirkt, die einzelnen Schadensarten. Und was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist so ein dauerhaft Mana-Regeneration. Wäre dafür Magier eigentlich. Ja, super Idee. Also bisher schon eine coole Kombination. Mit dem Plasphemes-Schwert und dem Magma. Oder dann auch den Todesstab für Todesmagie und Feuer. Und dann noch mit dem Drachenmal. Flamme gibt mir Kraft. Feuermagie pimpen. Zusammen mit dem Feuerschwert. Was Leben auch. Okay, du kannst auch Leben entziehen, merke ich. Ja, okay. Dafür kriegst du alles, was ich habe. Allerdings ist das Schwert nicht stark genug. Um dich mit einmal zu killen. Genau, Schattenschloss.
Pass mal auf, dann mache ich den. Und geh schon mal weiter, ja? Na, ist ja wohl eine Frechheit. Es ist ja stark verstärkt Magma-Magie. Den habe ich auf 24 und du erzählst mir, upsala, dass ich die Leute mit einem Schlag nicht kille. Mit einem, wenn ich das mal in Stufen einteilen würde, mit einem Stufe 2 Zauber. Die normale Magma-Kugel ist Stufe 1. Was passiert denn damit? Was habe ich gerade getan? Beim Umschalten ist da. Okay, egal. Da komme ich ja nicht hoch. Hier kann ich nur runter. Da war ich, weil da müsste die Gnade sein. Genau. Da kann ich da wieder runter. Können wir ein bisschen Magma-Magie versuchen. Erstmal unsere Zauber pimpen. Und dann hoffen. Er fliegt nicht weit genug. Okay, bringt überhaupt nichts. Aber du bringst was. Du bist Homing Missile. Explodierst aber ziemlich schnell. Was ist denn da los? Willst du mir erzählen, dass ich nur damit die Chance habe, entfernte Gegner mit Lava-Magie zu killen? Und auch die fliegt in einer Parabel. Also in einer Kurvenform. Hat dem einen Sinn? Reichst du weiter? Okay, die Todesflammenmagie ist es. Das ist die Reichweitenmagie. Aber die werde ich nicht jetzt nutzen. Die werde ich dann im Magma-Gebiet nutzen. Und versuche die zu vergiften. Du bist ja ein Scharlachfeuerritter. Aber du vergiftest nicht. Jetzt ist er vergiftet. Das hat aber lange gedauert, du. So, stimmt. Wenn ich das Schild ausrüste. Also du kannst gerne verteidigen. Ich meine, du vergiftest gerade. Gib mir Leben. Das war stark. Das ist die Vampirflamme OP. OP. Die Valkyrenprothese. Oh, ich kann mit ihrer Quest weitermachen. Und kann mir die plus zwei Verstärkungsanhänger für die Anrufungen, also die göttlichen Zauber, nutzen. Dazu muss ich die Prothese geben. Sie steht jetzt hier. Nachdem ich die Prothese gegeben habe, muss ich irgendwie zu Kaelid. Muss mit Govris reden. Wenn er dann traurig ist über das, was mit ihr passiert irgendwie, da es ja seine Ziehtochter ist. What the fuck? Was machst du denn? Wieso bleibt der Erste so eng? Oder explodiert er impulsartig und bewegt sich dabei nach vorne langsam? Ah. Das ist dasselbe Symbol wie die Phantomschlüssel bei, das ich gestern gemacht habe, um in, das Schloss zu kommen. Findet ihr bei Facts for Life auch die Position? Eins ist ungefähr hier unter einem Stein, der leuchtet. Nur mal so nebenbei. Und der Rest ist eigentlich genau in der Nähe von dem Schloss. Dort, wo die Steingargels bohren. Achso, was ich natürlich machen könnte mit euch, um erst noch mehr in die Historie einzutauchen, wäre natürlich die Dinger zu lesen. Ein Krummschwert nach dem Vorbild eines uralten Schlangengottes. Gleichzeitiges Werkzeug eines vergessenen Religion an Kelmir. Gelmir. Da, wo eigentlich Raika Vorstand war. Und irgendwie, ah, die Geschichte von Vadividia. Ups, jetzt habe ich gematscht. Ist dann schwierig, nach einmal hören, das alles zu verarbeiten, wenn du überhaupt keine Ahnung von der Lore hast. Opfer dargebracht. Ja, ja.
Was hatten wir hier als Reserve? Dieses heilige Schwert von Riker, den blasphemischen Fragmentträger, enthält die Überreste unzähliger Helden, die er verschlungen hat. Nun teilen sie sein Blut, sind auf ewig zur Familie zu einer Familie verbunden. Mit jedem besiegten Gegner reagiert die Waffe. Gibt das heilige Schwert. Ja, deswegen ist es blasphemisch, ne? Feuer zur Hölle senkt. Und ich frage mich, ob das Verschlingen von Göttern, was ja eigentlich sein Ziel ist, irgendwas mit den Godskin-Apostels zu tun hat. Die haben ja aber die dunkle Flammenmagie, aber sind ja ebenfalls blasphemisch in der Art, dass sie die Haut von Göttern tragen. Ah, die nächste Gnade, sehr gut. Ja, und das hier ist eigentlich jetzt nur, wie gesagt, eine Art Auftakt zum DLC, um in die Historie mit den Items, die wir dann hier nochmal finden, die Gift- und Magma-Magie und den alten Schlangengott betreffen, uns nochmal zu Gemüte führen. Weil Mesmer, wenn er Mesmer hieß, glaube ich, ja auch mit diesen rot-blutflammenden, auch die Hexmagie, ne, Rikards Groll als Zauber, den wir gerade ausgewählt haben, hat ja auch diese rote Blutflammenfarbe, Fleischflamme. Weil, wie gesagt, sind wir ehrlich, hat irgendjemand irgendwas von euch von beim ersten Gamethrough von dieser wahnsinnig verwirrenden, zusammenhängenden Familiengeschichte und Gotteshistorie behalten? Was ich sagen wollte, ja, man zählt eigentlich schon die Tage, zumindest ich, weil ich mich so extrem drauf freue, wieder in diese Welt abzutauchen. Diesmal kein anderes Spiel nebenbei zu zocken, sondern mich rein auf Elden Ring zu konzentrieren. Verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, mein Level so zu pushen. Und ich habe immer noch im Lager genügend goldene Füße. Okay, es ist dann wahrscheinlich doch eher gegnerabhängig. Ey, das reicht dann nicht mal. Das reicht ja nicht mal bis dahin, ey. So, Geheimtür. Ja, auf jeden Fall kann ich das Video von Vadividia nur empfehlen, da er sehr viel Wissen raushaut, was der Zusammenhang ist zwischen dem Gift, den unteren Höhen, die hier angrenzen. Ich weiß noch nicht mehr, welches es war. Die Giftkappa-Kappa-Kompen. Grab des Helden von Gelmir. Da gehen wir alles noch rein in der Zeit, bis das DLC kommt. Ja, und den gestorbenen kleineren. War das er? Ja, er war das. Genau. Dornenstromhöhle müsste das dann sein. Wenn das der kaputte, mindere Eldenbaum ist und das die Höhle ist, die komplett mit Gift verbunden ist und ja dann auch in Vulkanmänner angrenzt, wo auch Rikard verschmolzen mit der giftsprühenden Lavaschlange lebt. Also ne, lore-technisch und positionstechnisch, wenn einem das dann irgendwann auffällt und man weiß, hat man noch mehr Respekt vor den zusammenhängenden Geschichtsfetzen. Und dann noch das Schattenschloss mit dem Gift, wo Rikard eigentlich irgendwie mit zu tun hatte. Alles irgendwie cool, sorry für die Verzögerung und wenn ich rumstehe, aber ich möchte euch Hunger machen auf Wissen über Elden Ring. Genau aus dem Grund, dass ich am Anfang nie Interesse dran hatte, sondern einfach nur leveln wollte und erleben wollte. Aber mittlerweile, wenn ich von Vadividia mir die Videos anschaue und die Lore verstehe, so, jetzt kann ich die in der Hand behalten. Nehm dich zum. Oh, shit! Oh, shit! Gift und alles? Habt ihr eine Meise? Hau ab jetzt! Oh, die Vampirflamme gibt doch noch schneller Leben zurück. Holy moly. Ey, das sind solche Gegnertypen. Genau wie du, ey, mit deinem Kackesel. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Freu dich auf eine Flammenmine. Wahrscheinlich trifft die nur mich. Okay, dann freu dich auf blasphemische Göttermagie in Hexereiform. Aber diesmal hat sie sie nicht verfolgt. Okay, dann bleibst du bei mir und explodierst bei mir, oder was? Oh, kein Mana!
Komm, ich krieg die schon. Leute wie den, den muss man zubomben. Mit Dauerexplosion. Ba, 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 tot. Das geschieht ja ganz recht. So, da muss ich dann nur noch die Leiter hoch zur Gnade. Mir fehlt meine Bestienklaue. Die nutze ich immer gerne, um versteckte Türen zu finden. Und viel Spaß damit. Oh, natürlich. Also, was ich noch auf jeden Fall mir bei den nächsten FromSoft-Titel wünschen würde, wären eigentlich mehr Quality of Life, weil sind wir ehrlich. Obwohl, eine Sache, die nicht Quality of Life ist, wäre, die Story verständlich auch rüberzubringen. In Form von eventuell Audio-Logs, ne, irgendeinen geistlichen Begleiter, der dir Dinge erzählt, während du kämpfst oder während du unterwegs bist. Weil sind wir ehrlich, nur wenn du dich wirklich reinhängst, kapierst du die ganze Geschichte. Dass Radagon gleichzeitig Marika war und Co. oder was weiß ich nicht. Na komm, wir nutzen mal wieder dich. Neil. Hat die Stärke was damit zu tun, wie nah der Gegner an der Fähigkeit dran ist? Weil der eine Hund, oder war er, weil er von der Säule verdeckt war, hat er da weniger Schaden? Ich weiß es nicht. Schon und stirb. Da würden aber auch wieder Fähigkeiten zutage treten, die bei solchen eventuellen Sprungpassagen wie Sensenfähigkeit von der Heiligen Sense oder Lorettas Schnitt, ne, Engelsschwinge oder Lorettas Schnitt, genau, könnte helfen, Distanz zu überwinden, gerade wenn es von oben nach unten geht. Naja, okay. Mann, Kamera. Stellt euch vor, wie episch das wäre. Wenn dann da ein geheimer Gang wäre, du kommst nirgendwo rein, außer wenn du springst und rüberkommst. Aber ich bezweifle es, und da ich so oft gestorben bin in meiner Elden Ring-Karriere, lassen wir das. Das Attacken von Gegnern durch Hindernisse durchklippen. Guck dir das an. Ne? Oder wenn du dich hinter einer Säule versteckst bei den Godskin-Apostels. Wenn die einen langen Speer haben und eine Stichattacke machen, treffen die dich. Das ist so dumm. Und du prallst halt mit jeder Kacke von jeder Wand ab. Es ist... So, okay. Lavaminen, Feuerwerk. Ja. Kam nicht noch der große Boss? War nicht der Klangperlenjäger mit seinen... Du stehst hier auf Jahrhunderte. Bist verdorrt, wie blöde. Oh, kann ich die Lavaminen an die Wand? Oh, der Zauber wird besser. Der Zauber wird doch besser. Oh, geil. Ich kann den einfach unkontrolliert in jede Richtung ankleben. Und somit schützen. Hinter einer Deckung. Ne? Ihr könntet euch hier hinstellen. Ihr wisst, der ist über euch. Trifft euch aber. Ich meine, der Winkel, okay, der ist ein bisschen doof. Ja. Ich wünschte, man hätte mit Zauberstäben dieselbe freie Zieloption wie mit Bögen. Das wäre noch cool, dass ich halt solche Zauber zielgerichtet, mit Höhenunterschied, mit Parabelflug, irgendwo platzieren kann. Ah ja, du schon wieder. Ach komm, wir hauen dich jetzt mit. Boom. Ja, der Schlangengott ist auf meiner Seite. Ja, und Schlangengott... Siehst du, willst du was erzählen und kommst nicht dazu. Und bong. Da hat mich Elden Ring versaut. Mit Fahrstühlen und geheimen Sachen. Okay, wie mache ich ihn am besten platt? Am besten spam ich ihn erstmal zu mit Magie. Bei ihm wird auf jeden Fall... Obwohl, nein. Ich werde Nahkampf nutzen. Er ist schwer gerüstet, das heißt, ich nehme dich. Oder den Stab lieber als zweite Option, damit ich den gleich pimpen kann. Gleich casten, ohne Ende. Wohin er mir die Sicht nehmen wird. Moment, gab es ja keine Gnade? Muss ich ihn so besiegen? Moment, ich guck nochmal. Ich dachte draußen in den... okay, jetzt bin ich so... Ich mach den platt. Ich mach den einfach fertig. Ich mach ihn einfach fertig! Kann ich noch irgendwas nutzen, um mich zu stärken?
Nein, ach Gott, verschwend doch nicht dein Mana, du Idiot. Da bist du. Gib mir mein Leben! Und viel Spaß! Oh, da haben die Explosion dich wohl gestaggert. Schade. Bist du jetzt wohl tot? Ah, okay. Oh ja. Ja, die Taktik mit den Explosionen, mit Rygots Geroll, hat ihn gestaggert. Dauerhafte Explosion. Wenn es dann in DLC geht, da werde ich wahrscheinlich nicht so hoch meine Waffen, die neuen Waffengattungen pimpen. Weil ich will es noch ein bisschen herausfordernd haben. Und wenn dann ein Bosskampf so endet. Ich meine, okay, wenn ich die richtige Taktik nutze, gut. Aber da ich schon über Level 328 bin momentan. Ich kann mal kurz ausblenden, damit ihr die Verteilung seht. Ja, also 328, 60 Kraft, empfohlen fürs DLC. Geistkondition, wie gesagt, auf Level 50, weil da das Hardcap eigentlich, ja, Hard- oder Softcap kann man streiten, aber ab 51 bekommst du weniger raus, auf jeden Fall, und das Rapide weniger. Stärke, Geschick, Weisheit, Glaube, Arkan, sollte alles bis Level 55 sein. Nicht bei allen steht, von 56 bis Level 60 bekommst du weniger raus, als bei den vorhergehenden Leveln, auch das ist so mein Ziel. Stärke, Geschick, also Stärke und Weisheit noch auf Level 55 zu bringen, und dann kann ich ohne Probleme ins DLC starten. So, na das war doch ein Spaß. Stufenaufstieg. Ich brauche über 1 Million. Und so viel bekommt ihr ungefähr, wenn ihr mit dem goldenen Medaillon und einem goldenen Fuß nach der Taktik meines letzten Videos Farm geht, bekommt ihr ungefähr 1 Million. So, und wir sind durch mit dem Schattenschloss, oder? Das war's. Nice. Ja, Leute, wenn euch der Content gefällt, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da. In der nächsten Folge werden wir uns quer durch dieses Gebiet in Richtung Schloss Vulkan kämpfen. Dass wir dann direkt, wenn das DLC kommt, uns Moog nochmal stellen. Ihn dann endlich mal gucken können, wie es aussieht, wenn wir die Ketten nutzen, weil ich die nie genutzt habe. Und dann starten wir nach dem Sieg gegen Moog direkt in das DLC. Freut euch drauf. Level 328. Bis dahin werde ich noch mehr Level haben. Wir sehen uns. Bis dahin und ciao.